Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warships Spieler. Und heute zeige ich euch die Longyang Stufe 2. Gehört zur Fraktion von Panasien. Ich glaube, es war ein Zusammenschluss von mehreren asiatischen Ländern, unter anderem China. Bin mir aber nicht sicher, ich muss es noch googeln. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. So. Ja, ich wollte eigentlich vom Stufe 1 Schiff der Panasia oder dieser Fraktion wollte ich auch ein Video machen. Das Problem war, ich habe nicht auf Aufnahme geklickt und nur eine Runde gespielt, hatte gleich genug Punkte, um die Longyang zu kaufen, habe es dann auch gleich getan, von daher. Und ich glaube auch, das wird jetzt hier die letzte Runde sein der Longyang, weil ich brauche nur 1000 Punkte und dann habe ich schon das Stufe 3 Schiff. So, Hauptbatterie 8,5. Torpedowerfer 8,4? Ja, 8,4 Kilometer, ist ja der Hammer. So. Ja, da ist schon der nächste. Da ist ein Feind. Erkennbarkeit 5,4, der hat uns entdeckt, definitiv. Machen wir mein Nebelchen. 8,4, vielleicht trifft man ja irgendwas. Und das ist ein Luxus, ey. In 30 Sekunden, wenn ich jetzt darauf geachtet habe, das war auf jeden Fall nicht lang. Kriegen wir schon neue Torpedos. Mit der T-22, Stufe 5 der deutschen Zerstörer, müssen wir ja ganze geschlagene 68 Sekunden warten. Oder mit der Mine KC sind es über 70 Sekunden. So genau. Weiß es jetzt nicht mehr, aber waren über 70 Sekunden. Ja gut, C haben sie eingenommen. Ist halt so. Versuchen wir jetzt mal irgendwas zu killen. Da ist ja zum Beispiel einer. Der freut sich doch auch schon auf meine Torpedos. Yeah! Oh, wir hatten, siehst du, wir haben irgendwas getroffen gehabt. Einfach da reingeballert. So. Hier werden wir aber außer unseren Freund nichts treffen. Ich muss ab wieder meinen Nebel. Ja, ich glaube, wir werden nichts treffen. Okay. Ich hoffe, ey. Du musst zurück. Das ist zu viel, Junge. Komm zurück. Ach, hat er überlebt, ja. Wir haben schon wieder was getroffen. Wie lange gehen denn diese Torpedos? Ist unfassbar. Ach, da hinten haben wir einen getroffen. Okay, okay. Na, vielleicht kommen wir hier irgendwie dran vorbei. Jo, einen haben wir noch weg. Aber unser Schlachtschiff da wird gleich verrecken, weil er sollte zurück. Es gibt einfach hier zu viel Gegenfeuer. Hier die Kohlberg will ich haben. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Ja, jetzt kommt es ein bisschen. Ach, den habe ich übersehen. Scheiße. Kritischer Maschinenschaden. Zack. Elender! Fuck, 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 fuck! Ah, fuck, doppel fuck! Oh, wir hängen hier gleich, wir hängen hier gleich, ich seh's schon. Scheiße. Ich hab's nicht durchgeschafft, das habe ich geahnt. Kommen wir komplett rückwärts raus? Ja, kriegen wir Schaden, komm, mach die. Nee, vorwärts, komm, vorwärts geht schneller. Boah! Jetzt können wir den Punkt einnehmen, aber darauf scheiße ich. Wir müssen weg.
nach Nebel? Hi! Weg! Gegnerischer Kreuzer zerstört! Das war doch nicht schlecht. Aber jetzt kämpfen wir ums Überleben. Fuck, fuck, fuck. Lass mal nicht hängen bleiben. Ah, wir bleiben schon wieder hängen. Fuck. Ah. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Ja, ich arbeite dran. Ein Treffer oder so. Jetzt schnell weg hier. Attacke! Ach, Torpedo ist kaputt. Dann warten wir. Dann warten wir. Heile. Go, 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 go. Erkennbarkeit zu Wasser. Vielleicht wissen sie schon gar nicht mehr, dass ich da bin. 5,4. Zwei Zerstörer leben noch. Sollte ich jetzt hier hinter der Insel fahren? Der Insel? Ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Ah, ich mache was Doofes wahrscheinlich wieder. Ja, ich mache was Doofes. Wenn ich ihn treffe, war es gut. Wenn ich ihn nicht treffe, war es doof. Finde ich. Ah, er fährt noch drauf zu. Nee, er ist schon dran vorbei. Sack. Schade. Nimm das. Ich kämpfe hier aus der Distanz. Mal die Rohre gucken in unsere Richtung. Ich nehme mal weg. Ein Abpraller, ja gut. Bei den großen Pott kommen wir mit unseren Kugeln wahrscheinlich nicht durch. Die galten uns. Hoffentlich brennst du jetzt. Boah, jetzt geht der echt in Deckung. Hin. Ja, ist doch spannend. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Nur 93 Ölpunkte. Torpedos voraus. Ja, die waren nicht von mir. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Torpedos direkt voraus. Maschinenboost deaktiviert. Dann fahren wir noch mal ein letztes Mal durch meinen Tunnel. Oder auch nicht. Wir fahren dran vorbei. War schon schlecht eingeschlagen. Jurin! Mein Ziel. Sollten wir schnell hier gleich wieder links rum.
Denn ich glaube, wenn wir von denen Feuer bekommen, leben wir nicht lange. Falls du umdrehst oder sonst irgendwas machst, schicken wir einfach mal was hin. Das ist eine Antwort im Training. Ich sag mal, erste Sahne ausgewichen, ne? Erste Sahne. Gut, das wollen wir nicht übertreiben. Hauen wir da mal wieder hinter der Insel ab. Ah, Torpedos treffen nicht. Egal. Wenn er auf uns schießt, uns nicht trifft, haben wir unsere Kollegen Zeit, auf ihn zu schießen. Und ich glaube, der ist auch gleich weg. Ich finde es aber echt cool, dass wir noch leben. Also ich hätte schon gedacht, dass wir schon längst zwei, dreimal gestorben sind. Nassau ist weg, wollte gerade draufzimmern. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht, ja. Denke ich auch. Aber ich habe noch Lust, was zu versenken. Dann fahren wir da ran. Wie sind die Kanonen? Sehe ich nicht, perfekt. Aber da schießen jetzt drei Schiffe, vier, nee, drei drauf. Ah, schießen wir auch drauf. Ich glaube, mit Torpedos wird das nichts mehr. Torpedos auf Steuerbord! What? Also. Torpedos auf Steuerbord! Ach komm, was soll's, die kosten Geld. Raus damit. Werden schlecht am Abfall. Abfalldatum. Verfallsdatum. So. Ich hoffe nur, mein Kumpel fährt da nicht rein. Ah, jetzt aber. Hätten wir auch machen sollen. Wäre besser gekommen. Mal näher ranfahren. So, nur noch zwei gegnerische Zerstörer. Nett. Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, wo ist der Feind? Ach, wenn wir überhaupt noch hinkommen. Wir haben schon 931. Okay. Ach, da. Da haben wir ein Ziel. Torpedos auf Steuerbord! Ist schon wieder weg. Und da hat ja auch irgendwas geschossen. Da hinten schießt wer, okay. Ach, das ist gar nicht so weit weg. Ja, ich konzentriere. Mal gucken, wer killt mich bestimmt noch vorher. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Jawohl. Ja. War eine unterhaltsame Runde. Das hätte ich den noch ich habe nicht gedacht, dass ich den noch versenke, aber na gut. Was haben wir hier gekriegt? Vernichtender Schlag. Ja, das war die Longyang. Mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen.
Wie hieß es? Ganz kurz gucken wir nochmal. Ich will nochmal kurz wissen. Forschung. Panasien. So. Ah, das war die Chen Gang. Dienst 1944. 67. Dies ist ein kleines Begleitschiff, wurde im Zweiten Weltkrieg für die kaiserliche japanische Marine gebaut. Achso, und 1947 wurde es an die japanische, chinesische Republik übergeben, okay. So, im Jahre 1913 wurde dieser Zerstörer von Deutschland in Auftrag gegeben, um die Marine der Republik China mit modernen Schiffen auszurüsten. Er wurde niemals gebaut, sein Entwurf diente aber als Grundlage für die deutschen V-25-Zerstörer. Okay. Aber ich finde es immer so interessant, wer irgendwas baut und dann wem weiterverkauft. Das ist doch Panasien, wahrscheinlich doch China. So, und der nächste wird, oh Gott, Prahuang. Weiß ich auch mal, dieses dieses H einfach stumm lässt. Prahuang, ich weiß es nicht. Ich möchte ja gerne die ganzen Namen mal aussprechen, aber man kriegt es ja hier nicht irgendwie sprachlich gesagt. So, das kaufen wir uns jetzt. Oder mache ich gleich. Auch von 1919. Hier kamen ja keine Schiffe. 1917. 5 Schiffe gab es. Dieser britische Zerstörer der R-Klasse wurde von John, oh Gott, ich versuch's gar nicht, entwickelt. Das Schiff wurde 1920 an die Marine Thailands übergeben. Er konnte sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen und trug eine sehr gute Bewaffnung. Den Großteil seiner Dienstzeit blieb er das stärkste Torpedoschiff der thailändischen Marine. Ja, okay, das ist ein thailändisches Schiff. Okay, also Pan-Asien, also doch eher so Schiffe aus dem asiatischen Bereich. Ich finde, du kannst kurz gucken. China. Ich glaube, die Japaner mussten viele Schiffe nach dem Zweiten Weltkrieg übergeben, ne? Britisch. Amerikanisch. Koreanisch und China. Ja, sind auch diese britischen und amerikanischen Schiffe, die ich vorhin vorgelesen habe, wurden wahrscheinlich auch China übergeben. Gut, wie gesagt, das war die Longyang. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich zeige einfach mal jedes Schiff, das habe ich eh vor. Mal, ich glaube, das habe ich auch bisher immer gemacht. Bis auf die Wyoming hat noch kein Video gekriegt, weil immer, wenn ich ein Video mit der Wyoming mache, verliere ich. Aber dermaßen so sehr, dass ich mich schäme, in die Ecke stelle und das Video nicht veröffentliche. Na gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.